Oh. Oh. Gar keinen Bock. Also wirklich so gar keinen Bock. Kennt ihr? Ich glaube, das kennt jeder. Was man dagegen tun kann? Dieses Video schauen ist ein Anfang. Irgendwann erwischt es uns alle. Es gibt diese Tage, da hat man einfach keine Motivation. Man will einfach nicht rauf aufs Rad. Das ist auch erstmal überhaupt nicht schlimm. Man kann das Rad ja auch mal Rad sein lassen. Was aber, wenn man genau an dem einen freien Tag in der Woche die Kopfblockade erwischt? Was, wenn man in Form für einen Wettkampf kommen muss, wenn noch Funde für den Beachbody fehlen? Dann hilft es alles nichts. Man muss rauf aufs Fahrrad. Und wie man raufkommt, wie man drauf bleibt und am Ende sogar noch Spaß hat, das gibt es nach Abonnement und Daumen nach oben für dieses Video in diesem Video. Auf geht's, Tomeke! Was für eine Attacke! Uah, geil! Der Nummer 1 Tipp, wenn es um Trainingsmotivation geht, den Profis bei der Arbeit zuschauen. Epische Soloritte und enthusiastische Kommentatoren, nichts pusht einen mehr. Entweder man guckt sich das Ganze live vor der Ausfahrt an oder jederzeit in der Wiederholung. So kann man sich den mentalen Boost zu jeder Tages- und Nachtzeit holen. Auf der Rolle funktioniert das Ganze übrigens auch, während man in die Pedale strampelt, also gleich die doppelte Motivation. So, jetzt muss ich aber weiter gucken. Auf geht's, Klödi! Sauber! Ja! Klingt komisch, ist aber so. Wenn die Motivation gering ist, hilft ein Wechsel der Routinen. Außerdem motivieren epische Uhrzeiten. Um 5 Uhr aufstehen, um dann geduscht und fertig mit dem Training um 8 Uhr pünktlich im Büro zu sitzen, klingt erstmal mega hart. Es gibt aber kaum etwas, das so motivierend ist und ein solch befriedigendes Gefühl auslöst. Außerdem denke ich bei diesen Uhrzeiten immer, ich bin gerade der einzige Radsportler auf dem Planeten. Das sind die Kilometer, die doppelt zählen und daher natürlich auch doppelt motivieren. Das Gleiche gilt meiner Meinung nach für die Abendstunden. Gerade im Sommer, wenn es sowieso bis um 10 Uhr hell ist und die Temperaturen abends okay sind, ja, dann kann man auch einfach mal eine schöne Feierabendrunde drehen und außerdem kann man dann doppelt Abend essen. Also, top Sache, oder? Kommen wir zu meinem absoluten Super-Spezialtipp. Und zwar diesem hier. Für mich gibt es nichts Motivierenderes, als während der Radfahrt die neuesten Backrezepte zu schmökern. Ich liebe einfach Apfelmohnkuchen. Lecker. Spaß beiseite. Aber es geht in die ähnliche Richtung, denn das Stichwort heißt für mich Ablenkung. Ich weiß, unter einigen von euch ist der Tipp sehr umstritten, aber ich nutze ihn und deswegen gehört er für mich dazu. Und zwar geht es um Hörbücher, Podcasts oder Musik im Training. Man sollte natürlich darauf achten, dass man nie beide Kopfhörer drin hat, sondern immer nur den auf der Straße, also dem Verkehr abgewandten Seite. Und dann, wenn man in der ruhigen Natur unterwegs ist, kann da meiner Meinung nach eigentlich auch nichts schief gehen. Umstritten gehört für mich dazu, mein Tipp, Musik hören, Hörbücher, Podcasts. Die Feierabendrunde ist ein echter Klassiker. Man muss einfach nur den Lenker festhalten, in die Pedale treten, ein richtiger Selbstläufer, vor allem dann, wenn die Kollegen und Kolleginnen dabei sind. An Tagen ohne Motivation kann sie allerdings zur absoluten Tortur werden. Man kennt jeden Zentimeter, man weiß, von wo aus es noch wie weit ist. Die Hölle. Da helfen zwei Dinge. Erstens Oldschool, Scouten. Einfach auf gut Glück in kleine Wege reinfahren und hoffen, dass man eine neue Verbindungsstraße zwischen zwei schon bekannten Straßen findet. Für mich immer absolut motivierend. Kleiner Tipp übrigens, auf den Tachos gibt es ja meistens diese Kartenfunktion und jeder Anbieter hat eine unterschiedliche Farbe, die einem zeigt, ob die Wege noch asphaltiert sind oder nicht. Bei Wahoo wäre das zum Beispiel gelb. Zweiter Tipp für die, die es lieber ein bisschen sicherer haben wollen, einfach zu Hause die Route bei Komoot planen, denn auch in der noch so bekanntesten Umgebung gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Und ganz ehrlich, wer hat nicht schon Bock, ein kleiner Christopher Columbus zu sein? Mein letzter Tipp ist etwas widersprüchlich, da er sich an zwei unterschiedliche Radsporttypen richtet. Tipp Nummer 1 geht an Leute wie mich. Mich motiviert es extrem, wenn ich mir im Training Ziele setze. Das bedeutet, wenn ich gar keine Lust habe, aufs Rad zu steigen, suche ich mir im Vorfeld 3 oder 4 Berge auf einer relativ kurzen Runde raus. Zum Beispiel 1,5 Stunden mit 3 Bergen. Und dann versuche ich mich einfach im Training von Berg zu Berg zu hangeln. Und die fahre ich dann einfach Vollgas. Zwischendrin lasse ich einfach nur laufen und fahre locker, pedaliere so durch die Gegend.
geben. So habe ich ein kurzes, aber dennoch sehr effektives und abwechslungsreiches Training absolviert. Für alle die, die sich häufig zu viel Druck machen, an die richtet sich Tipp 2. Denn wer sich häufig zu viel Druck macht, der brennt irgendwann aus. Macht einfach mal alle Trainingsgeräte auf Standby, pedaliert ruhig und gelassen durch die Natur und lasst die Werte einfach mal Werte sein. Ich bin mir sicher, dann kommt die Motivation auch irgendwann zurück. Erinnert euch daran, wir haben alle mal angefangen, Radsport zu machen, weil wir einfach nur Radfahren wollten. Das waren meine Motivationstipps, mit denen ich mir selber in den vergangenen Jahren immer wieder geholfen habe, trotz fehlender Motivation aufs Rad zu steigen und einfach nur Spaß zu haben. Natürlich gilt aber wie immer die Frage, wie sieht es bei euch aus? Gibt es Überschneidungen zu meinen Tipps oder helfen bei euch ganz andere Dinge? Am Ende bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen, als dass ich mich jetzt auf dieses Rad schwingen werde und eine ganz entspannte Ausfahrt verbringen werde, denn ich bin schließlich top motiviert und habe richtig Bock, gleich mit einem Bergaufstück zu starten. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Hoppa, ach.